damit begrüße ich euch recht herzlich zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Ja, ihr seht es natürlich schon ganz eindeutig. Es ist das Spiel Crusader Kings 2. Ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass die meisten von euch dieses Spiel kennen, denn eigentlich fast alle Leute, die EU4 kennen, kennen auch Crusader Kings 2. Oder jedenfalls, ich tippe jetzt mal auf 90%. Für alle, die dies nicht kennen, Crusader Kings 2... Ja, ist im Vergleich zu Europa Universalis weniger auf Länder basiert, sondern halt eben mehr auf einzelne Personen bzw. einzelne Charaktere. Man übernimmt dann einen Charakter im Spiel, der einen bestimmten Titel hat, Graf, Herzog, König oder Kaiser. Und ja, den seine Geschichte spielt man dann halt quasi. Die haben dann immer einzelne Eigenschaften und so Stuff und das macht dann halt eben bestimmte Werte aus, aber darum soll es jetzt erstmal nicht gehen. Ich gehe wirklich davon aus, dass die meisten von euch dieses Spiel kennen werden. Und naja, ich denke mal, dass auch die relativ viele wissen werden, dass eine neue Erweiterung rauskam vor kurzem. Und zwar am letzten Mittwoch und das war nämlich die Erweiterung Rajas of India. Oder Rajas von Indien. Und ja, wenn man sich das jetzt hier so anguckt, das hier ist eigentlich die alte Karte gewesen, die ging so bis, ja, so in etwa, hier, ja, so am Ural und dann hier so runter, so, kann man nicht genau sagen, weil die jetzt doch deutlich anders aussieht, jedenfalls der Teil hier auf der Seite, aber es ging nicht weiter als hier, die Iberische Halbinsel. Und ja, jetzt wurde halt eben hier auch noch Indien hinzugefügt. Und ich denke, wir werden auch in Indien spielen. Zum einen ganz einfach, weil ich das Ganze noch nie gespielt habe hier in Indien. Und zum anderen, naja, von den Stuff hier gibt es 5000 verschiedene Let's Plays wahrscheinlich auf YouTube. Und deswegen werden wir hier was spielen. Es ist nur die Frage, ich bin gerade am Überlegen, welchen Spielstart wir nehmen. Wir haben hier 867, das ist der erste Spielstart, die alten Götter. Einfach aus dem Grund, weil halt eben zu der Zeit hier in Europa nicht nur Christen waren, sondern halt eben auch noch nordische, also vom nordischen Glauben hier, vom skandinavischen Glauben, Thor und Co. Dann haben wir hier Suomenusko-isch, keine Ahnung was das war, Slawisch und Romuvaisch. Das sind dann so die drei Hauptreligionen, die es dann noch gibt und dann natürlich noch Tengrisch. Das sind dann die Horden alle. Zoroastrisch ist Persien, glaube ich, gewesen. Und dann hier natürlich Sunnitisch. Und das hier ist irgendwie noch so eine Abänderung des christlichen Glaubens. Myaphysitisch, Physitisch. Ja, auf jeden Fall werden wir hier in Indien spielen. Und hier gibt es natürlich auch mehrere Religionen. Und zwar einmal die Buddhisten, die Hinduisten. Die kennt man ja eigentlich beide so von heute, also von heutzutage noch. Und dann noch die Jainisten, die kennt man eigentlich heute kaum noch. Also Buddhisten und Hinduisten sind relativ bekannt. Aber Jainisten gibt es eigentlich heute. Also ich weiß nicht, ich habe davon jetzt vor diesem Spiel hier ehrlich gesagt noch gar nichts gehört. Aber wie man sieht, war das zu dieser Zeit hier, also ja, vor 1200 Jahren, schon noch relativ groß hier in Indien vertreten. Ja, und die Sache ist dann halt eben, diese drei Religionen haben verschiedene Eigenschaften, sind aber unter sich toleranter als jetzt zum Beispiel die Sunnis oder die Muslime gegenüber den Christen. Das ist halt eben hier so die Sache. Also man kann, glaube ich, immer einmal pro Leben eines Charakters die Religionen wechseln, dazu später mehr. Und dann gibt es noch irgendwelchen Stuff. Ich habe das ja noch nicht gespielt, das ist ja jetzt gerade erst rausgekommen. Ich habe mir das jetzt gerade eben gedownloadet. Nein, nicht Spielstände. Nein, jetzt hängt das erstmal wieder ein bisschen. Ja, zurück. Okay, jetzt bin ich gerade am Überlegen, was wir spielen. Ich will eigentlich kein so ein riesen fettes Teil hier spielen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen einfach. Obwohl ich das auch nicht beurteilen kann, denn ich habe es ja schon noch nicht gespielt. Also es gibt hier momentan so drei Großmächte. Wir haben hier einmal Pratihara, dann haben wir Pala, obwohl die davon immer noch die kleinsten sind. Und dann haben wir hier, oh Gott, immer diese indischen Namen. Rashtrakuta. Ich hoffe mal, das ist richtig. Das sind aber dann halt eben immer nur die gesamten Reiche. Da könnte man dann jetzt halt eben den Herrscher davon spielen, halt eben in dem Fall dann der König.
Oder man spielt halt eben als Vasalle von dem König. Da könnte man jetzt einen Herzog nehmen oder einen Grafen. Oder man spielt halt einfach so ein kleineres Land, kleineren Herzogtum. Ich frage mich immer noch, was das hier, das ist glaube ich so eine, ich weiß gar nicht, was das sein soll. Irgendwie eine Brücke oder so, weil eigentlich ist da keine Landverbindung, jedenfalls heutzutage nicht mehr. Wäre natürlich auch ganz interessant, das hier, diese Insel hier zu spielen. Ich weiß es noch nicht genau, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich werde mal hier als Vasalle spielen, obwohl ich darin nicht so mega gut bin. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. So, wir könnten hier. Ja, ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal. Wir nehmen mal den hier. Kalyani, kann man halbwegs gut aussprechen. Genau, da sind wir hier nämlich Raja Bhima, der Zweite von Kalyani. Ach, okay, so gut auszusprechen ist es nicht, aber egal. Wir nehmen den jetzt einfach. Ich könnte jetzt hier noch mit dem Herrscher-Designer, das ist so ein Add-on, hier noch erstellen, was der so kann und so, Gedöns. Aber ich glaube, das lassen wir jetzt mal und spielen jetzt einfach mit dem, was der, also wie der halt eben vorgegeben ist, obwohl die Eigenschaften eigentlich immer zufällig sind. Bei jedem Spielstart. Jetzt gucken wir mal. Ich hoffe mal, wir kriegen was halbwegs Anständiges. So, es ist jetzt immer ein bisschen schwierig zu sehen, wer wir hier sind. Also das hier ist die Karte Unabhängige Reiche. Wenn wir dann hier auf die Karte Diplomatie gehen, hier diplomatische Beziehungen, sehen wir unser Land. Dieses ganz hellblaue, das ist das Land, was wir selber besitzen. Dann haben wir einmal hier dieses bisschen dunklere Grün, das sind unsere Vasallen. Und das ganze Gelbe zeigt an, wem wir hier den Krieg erklären können. Das hier ist unser Lehnsherr. Der ist auch Jainis. Also ich bin hier jetzt ein Jainis. Das war vielleicht nicht so klug, weil man mit dem nicht so gut expandieren kann. Obwohl. Nee, ich bin ein Hinduist. Okay, wir sind ein Hinduist. Haben die Kultur kanadisch. Gucken wir uns mal die Kulturenkarte an. Okay, also dieses, weiß ich nicht, komische Gelb hier, das gehört zu uns. Gut, das heißt, unser Herrscher wird uns wahrscheinlich schon mal nicht so Bombe mögen, weil wir die falsche Kultur haben. Oder umgekehrt, eher wahrscheinlich. Na, okay, ich habe hier wohl einige Ansprüche noch mit meinem Herzogtum. Gucken wir uns das hier mal an. Jedes Herzogtum oder jeder Titel im Allgemeinen hat ein sogenanntes. Ja, de jure Beziehung oder eine de jure Reich. Und das heißt dann halt eben die Dinge, die per Gesetz zu diesem Titel gehören. In dem Fall sind es jetzt halt eben spezielle Grafschaften, die momentan nicht momentan noch nicht unter unserer Herrschaft sind, so rum. Und das wären jetzt in diesem Fall diese beiden Grafen hier, die sind unabhängig momentan. Das heißt, die werden wahrscheinlich unser erstes Ziel darstellen. Und diese Provinz hier gehört zu unserem Herrscher. Vielleicht gibt er die uns ja, wenn er super sozial ist. So, jetzt gucken wir mal. Es sind ja einige neue Sachen dazugekommen, von denen ich noch nicht so den Plan habe. Scheivist, das sind diese. Es gibt verschiedene Zweige bei diesen Religionen, die man wählen kann. Der hier bringt uns jetzt 0,5 Prestige im Monat. Und Meinung für entgegengesetztes Merkmal sind minus 5. Okay, also es gibt zu jedem Merkmal quasi immer ein Gegenmerkmal. Und ich sehe gerade, wir haben echt teilweise. Also, ehrgeizig ist sehr gut. Der andere müsste hier. Boah, grausam. Okay, gut, es gibt einem immerhin nochmal mehr Schaden. Wenn man Schlachten anführt, gefräßig ist super kacke. Und willkürlich ist super kacke. Leider weiß ich bei beidem nicht genau, wie man das los wird, aber wir sind eh schon 45, dass unser Sohn wird bald an die Macht kommen. Ja, der ist deutlich besser. Der ist auch ehrgeizig, ehrlich, zynisch. Okay, zynisch. Zynisch geht eigentlich auch noch und geduldig. Das sind eigentlich alles halbwegs gute Eigenschaften. Dafür hat er eine relativ schlechte Ausbildung. Da sind wir deutlich besser. Obwohl, ja, doch, Diplomatie ist eigentlich gut. Okay, dann sind wir hier. Wir können zur Kaste der Kashitra. Das ist die Kaste der Krieger und Könige. Das ist, glaube ich, die zweite. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, was die erste ist. Die dritte ist, glaube ich, die der Religion, also der Priester. Wie genau die heißt, kann ich euch nicht sagen. Genau, jetzt gucken wir mal. Offene Ratspositionen. Okay, wir haben keinen Upadhyaya. Das ist im Normalfall der
der Priester, also bei den Christen. Gut, dann gucken wir jetzt mal, was wir mit denen anfangen können. Also jeder... Ja, wir haben hier halt eben so unseren Rat. Das sind dann so 5 Leute, die spezielle Dinge für uns machen können. Jeder hat hier verschiedene Aktionen, die man mit ihm durchführen kann. Da haben wir einmal bei dem Kanzler haben wir Beziehungen verbessern, Ansprüche fingieren auf andere Länder oder Unmut säen zwischen Adligen und ihren Lehnsherren. Jetzt gucken wir mal, wir könnten Beziehungen mit irgendjemandem verbessern, obwohl uns das wahrscheinlich recht wenig bringt. Ansprüche, die wir durchsetzen können, haben wir erstmal auf diese beiden, die müssen wir uns erstmal holen. Da haben wir dann den De Jure Kriegsgrund gegen die. Also Kriegsgrundsystem ist hier genauso wie in EU4 Prinzip, nur dass es hier nicht auf Provinzen geht, sondern halt eben auf Titel. Aber im Prinzip ist es dasselbe. So, dann würde ich sagen, fingieren wir mal einen Anspruch auf diese Provinz hier unten. So, und unser Ziel ist jetzt natürlich, erstmal hier entweder die Macht zu übernehmen in diesem Königreich oder unabhängig zu werden. Gucken wir mal, was sich eher ergibt. Ich finde, irgendwie unabhängig werden ist meistens einfacher, aber naja, wir probieren es mal. Ich bin für jeden Tipp offen. Ich bin in Crusader Kings mit Sicherheit nicht so gut wie in Europa Universalis 4. So, dann müssen wir hier für unseren Charakter, obwohl, ich würde sagen, wir machen erstmal den Rat fertig. Dann, der Marschall kann hier Revolt unterdrücken, das braucht man eigentlich fast nie oder relativ selten nur. Truppen ausbilden ist relativ wichtig, da kriegt man dann in einer Provinz mehr Truppen, je nachdem, wo man ihn hinsendet. Und wie man sich vorstellen kann, ist auch Militärforschung wichtig, aber erstmal brauchen wir mehr Truppen, das ist erstmal am wichtigsten. Das heißt, wir senden ihn hier in unsere Hauptstadt, um mehr Truppen zu rekrutieren, weil das momentan die einzige Grafschaft ist, die wirklich uns gehört. Dann haben wir hier den Kämmerer, der kann entweder mehr Steuern eintreiben, die Bauzeit reduzieren mit Bauaufsicht oder Wirtschaftsforschung betreiben. Hier machen wir Steuern, wir brauchen mehr Money, damit wir uns eventuell Söldner leisten können. Wir machen, wow, ein Gold im Monat, das ist jetzt nicht so mega. Und dann könnten wir hier Technologie studieren. Ich weiß nicht, ob... Ne, ich glaube, wir machen lieber mal hier Intrigen aufdecken in unserer Hauptstadt, falls es hier irgendjemand an die Wäsche will. Weil unsere... Oh doch, die mögen uns sogar relativ. Obwohl, naja, unser Sohn mag uns nicht. Das macht natürlich Sinn, ja. Den ist jetzt grausam, den ist jetzt willkürlich. Okay. Und kurze Herrschaft macht keinen Sinn, weil wir sind 45, aber egal. So, Priester haben wir keinen. Das heißt, das kann weg. Genau, dann hier eine Ambition auswählen. Jeder Charakter in diesem Spiel hat oder kann eine Ambition haben. Wir haben jetzt hier doch noch gut was zur Auswahl. Wir können entweder die Ambition nehmen, eine Tochter bekommen. Was wahrscheinlich nicht geht, weil so wie das hier aussieht, ist unsere Gattin schon ziemlich alt, ja. Die müsste man dann erstmal irgendwie loswerden. Entweder oder uns hier Konkubinen nehmen, das geht auch. Oder Kampffertigkeit verbessern. Das sind hier diese 5 Eigenschaften immer bei jedem. Diplomatie beeinflusst die Beziehungen mit allen anderen Personen. Und wenn man über eine bestimmte Anzahl hat, kann man bei manchen Events dann gute Dinge auswählen. Meistens eigentlich nur positive. Kriegskunst ist einmal, um in Schlachten zu führen. Da kriegt man dann, je nachdem, was man halt eben hat, Boni. Gibt einen Einfluss darauf, wie viel Truppen man aus seinen Grafschaften bekommt. Wir kriegen hier jetzt momentan minus 30%, weil unsere Kriegskunst relativ schlecht ist mit 4 Punkten. Und Verwaltung ist ja für Geld logischerweise. Intrige, da kommt es immer darauf an, wie viel man im Vergleich zu dem anderen Charakter hat, und da kann man dann bestimmte Verschwörungen machen, aber dazu später mehr. Und Bildung zielt auf die Wirtschaft, auf die Wissenschaft ab, wie viele Forschungspunkte man bekommt. Genau, ich würde sagen, wir machen erstmal Kampffertigkeit, damit wir ein paar mehr Truppen haben. Außerdem sind wir da am nächsten dran, das zu erfüllen, glaube ich. Ja, gut, gleich mit Bildung. Also wenn man dann, das kann man dann so lange verbessern mit der Ambition, bis man auf 8 ist, da kriegt man dann teilweise dann Events, die einem da positive Punkte geben. Und dann kriegt man da halt ein bisschen mehr. Aber das wird eh nicht viel bringen, weil wir sind schon so alt, wir werden wahrscheinlich eh bald sterben. Das macht dann ohnehin keinen Sinn. So, jetzt gucken wir mal. Unser Sohn hat hier 3 Herzogtümer in unserem
drei Grafschaften in unserem Herzogtum. Damit ist er wahrscheinlich deutlich stärker als wir. Was aber gut ist, denn wenn wir sterben, haben wir dann als nächster Charakter, also wenn wir sterben, spielen wir dann immer als unser Nachfolger weiter. In dem Fall halt eben hier unser Sohn Takua Ayana weiter. Und der ist halt eben dann der Graf von diesen drei Grafschaften. Das heißt, wenn wir sterben, herrschen wir quasi über das ganze Land. Und das ist immer von Vorteil. Obwohl wir wahrscheinlich auch nicht alles behalten können, weil unsere Domänengröße relativ niedrig ist. Jetzt gucken wir mal, was wir für ein Erbfolgerecht haben. Wir haben Erbteilung. Das ist natürlich nicht so cool. Also Erbteilung bedeutet, dass beim Tod des Herrschers die Ländereien aufgeteilt werden zwischen seinen Vasallen. Ich würde gerne auf Primogenitur ändern. Das heißt dann, dass immer der Erstgeborene alles bekommt. Das geht aber momentan leider noch nicht, weil in unserem Königreich, also das ganze Teil hier, keine hoch genug Kronautorität ist, um das einzuführen. Also da müssen wir mal gucken, ob wir das hinbekommen. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal, damit wir noch ein bisschen was sehen hier. Der hat jetzt seine Hauptstadt hier hingelegt. Das finde ich jetzt aber uncool, mein Freund. Ich wollte, dass du mir dieses Teil hier gibst. Und er hat eingeschränkte Kronautorität eingeführt. Das heißt, wir sind noch weit davon entfernt, auf hohe Kronautorität zu kommen. Aus dem einfachen Grund, weil weil man nur einmal pro Lebenszeit eines Herrschers die Kronautorität erhöhen kann. Das heißt, er kann es jetzt erstmal nicht mehr. Erst sein Nachfolger könnte es dann wieder. Okay, jetzt ist halt eben die Frage, wie viele Truppen hast du, mein Freund? Das ist immer ein bisschen schwer zu finden hier. Innerhalb dieses Teils. Okay, ist das der richtige? Kalani, ja, das ist der richtige. So, du hast 235 Mann. Okay, das ist jetzt nicht so viel. Wir haben auch nur sehr, sehr wenig. Wow. Okay, Indien, keine Truppen, oder was sagst du? Gar keine Truppen. Wir haben vier Provinzen oder vier Grafschaften und haben gerade mal 250 Mann. Was aber einfach daran liegt, dass unsere Militärfähigkeit so schlecht ist und dass unser Sohn uns nicht sonderlich mag. Das heißt, von dem kriegen wir bei weitem nicht alle. Kriegen wir von 244 gerade mal 50. Das heißt, mit dem sollten wir die Beziehungen verbessern. Geben wir dem mal einen Ehrentitel. Und zwar hier Mundschenk. Das bringt plus 15 Beziehungen. Dann sollte man unser Sohn heiraten. Er ist schon 20 und hat noch keine Frau. Das ist uncool, mein Freund. Haben wir irgendjemanden für dich? Die 16 hat allerdings keine so guten Werte. Ist auch in unserer Kaste. Auch ein Hinduist. Könnte man natürlich machen. Aber ihre Werte sind wirklich nicht so gut. Ja, ich würde sagen, einfach damit er jetzt mal verheiratet ist, verheiraten wir den jetzt mal mit ihr. Damit er schon mal Kinder produziert, bevor wir den dann spielen. Denn wenn wir keine Kinder haben, dann haben wir verloren, wenn wir irgendwann keinen Nachfolger mehr haben. Das wäre ganz schlecht. So, Religion, der indisch-Hindu-Glaube, 60% moralische Autorität, okay. Was genau kann dieser Glaube denn? Kein religiöses Oberhaus, Kasteneigenschaften wiegen schwer, okay. Kann Unterwerfungskriege gegen alle indischen Religionen erklären. Ja, also die Hinduisten sind da hier die kriegerischsten von den drei Religionen. Die Buddhisten sind eher so technologisch gesinnt und die Jainisten sind auf Frieden bedacht. Die haben dann immer, ich glaube, einen Bonus auf die Domäne, dass sie mehr Grafschaften selber halten können, soweit ich weiß. Okay, und die Hinduisten sind halt ja die Krieger im Prinzip. Genau, und ansonsten ist hier, glaube ich, nichts Interessantes. Genau, was haben wir hier sonst noch? So, Fraktionen haben wir hier Unabhängigkeit. Da könnten wir dann uns gegen unseren Herrscher verschwören und versuchen, unsere Unabhängigkeit zu erlangen, wenn wir jetzt hier beitreten würden. Gibt es hier sonst noch irgendwas Interessantes? Nachfolger nach Primogenitur im Königreich. Das bringt uns aber nichts, weil da können wir unsere Nachfolge dennoch nicht ändern. Das heißt, das ist erstmal ziemlich uninteressant für uns. Verschwörung. Ja, ich könnte meinem Sohn hier Titel wegnehmen, aber das bringt mir irgendwie nicht so viel.
Dann könnte ich meine Gattin töten. Oder ich mache Ansprüche auf Provinzen. Aber ich habe ja da ja eigentlich schon Kriegsgrund. De jure Kriegsgrund. Den kann ich dann auch umsetzen, insofern wir genug Truppen haben. Das heißt, das bringt im Prinzip auch nichts. Oh, und wir haben einen Anspruch auf diese Provinz hier unten bekommen. Oder wir könnten ihn jetzt durchsetzen. Da würden wir 16 Gold bezahlen. Das seht ihr hier oben. Und würden 100 Prestige verlieren. Was schlecht ist, weil wir haben nur 43. Und der Anspruch gilt auch nur für unseren Herrscher. Sobald er stirbt, ist er wieder weg. Das heißt, wir werden uns jetzt erstmal hier 10 Karma nehmen. Ich will nicht ein negatives Prestige haben. So, und dann müssen wir gucken, dass wir ein paar mehr Truppen bekommen. Wir haben so wenig Truppen, das ist echt nicht normal. Aber ich würde sagen, fürs Erste war es das erstmal. Ich denke, Crusader Kings 2 wird das als Neben- oder als Zweitprojekt hier, einmal pro Dach erscheinen und wird damit Banished ersetzen. Ich denke, das wird durchaus machbar sein. Und ich hoffe, wir haben alle viel Spaß dabei. Gut, dann hoffe ich, euch hat dieser Part gefallen. Dieser erste. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, was ihr von Crusader Kings haltet. Und auch wenn ihr mir Tipps gebt, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich einiges an Fehlern machen werde, weil ich nicht so Premium gut Crusader Kings spiele. Also für Tipps bin ich immer aufgeschlossen. Und ja, dann würde ich mich auch noch freuen, wenn ihr mir schreibt, was ihr von der neuen Crusader Kings Serie haltet. Gut, dann verabschiede ich mich für heute von euch und hoffe, dass wir uns auch bei einer weiteren Folge Let's Play Europa Universalis, ja, Gewohnheit, ne? Crusader Kings 2 Rages of Indias wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, euer Violett.